Hallo Freunde und willkommen zurück zu The Witcher 3, wo wir in der letzten Folge das Versteck bzw. die Residenz von Ariamas untersucht haben. Und wir wollen jetzt gerade zwei Leute finden. Und hier leuchtet was. Ist das schon wieder so eine Notiz? Na, Predigt eines besorgten Bürgers. Was das Feuer in Asche verwandelt hat, kann der Mensch nicht mehr richten. Deshalb können wir, da wir der Kirche unsere Seelen verschrieben haben, unserem heiligen Glauben niemals entsagen. Alle, die die Wärme der heiligen Flamme kennen und sich dann davon abwenden, begehen eine Sünde, die tausendfach schwerer wiegt, als würde ein unwissender Mensch auf unseren Glauben spucken, ohne ihn zu kennen. Diese Abtrünnigen werden einen langen und schmerzlichen Tod und ewige Qualen im Leben nach dem Tod erleiden. Das klingt ja begeisternd. So, gucken wir mal. Klopf, klopf. Long dead. Damn, Hunters got here first. Toll. So, wir wollen aber natürlich nicht aufgeben und suchen erstmal nach dem Schlüssel. Nebenbei können wir den Kerl schon ausnehmen, weil beschweren wird er sich auch nicht mehr. So, die Frage ist natürlich, wo ist der Schlüssel? Ach, guck mal. Da werden wir ja quasi mit der Nase drauf gestoßen. Das ist ein Schlüssel. Wonder what this is. Der Brief über einen Schatz. Freunde, so wie die Dinge gerade stehen, haben wir nicht den Hauch einer Chance, die Waren zu einem guten Preis zu verkaufen. Zu viele Spitzel, zu wenige Käufer. Wir verstecken alles und warten auf bessere Zeiten, falls die jemals kommen. Ich weiß, was ihr denkt, dass ich euch übers Ohr haue, dass ich mit dem Schatz verdufte. Nicht, dass ich euch das übel nehme, ich traue euch auch kein bisschen. Damit wir alle in Ruhe schlafen können, schlage ich Folgendes vor. Wir verstecken die Beute in meinem Haus, hinter einer Tür mit drei Schlössern, die sich, wie ihr Schlauköpfe sicherlich schon ahnt, nur mit drei Schlüsseln öffnen lassen, und jeder von uns besitzt einen davon. So können wir sicher sein, dass keiner die anderen betrügt, und wir teilen das Goldgericht auf, wenn sich alles beruhigt hat. Einverstanden? Fritz. Ja. Die Kollegin von Fritz haben wir ja schon kennengelernt, deren Schlüssel haben wir schon. Fritzes Schlüssel haben wir jetzt auch. Fritz ist tot. Und wir machen uns jetzt mal auf den Weg, um den letzten Partner zu finden. In der Hoffnung, dass wir nebenbei mal nicht über einen Schwertschmied stolpern. Sonst müssen wir echt mal, auch wenn ich es eigentlich verschieben wollen würde, Hattoris Quest mal angehen. Damit wir endlich mal einen vernünftigen Schwertschmied im Land haben. Vor allem haben wir dann den Meisterschwertschmied, der wirklich jedes Schwert schmieden kann. Es kann nämlich nicht jeder Schmied jedes Schwert schmieden, denn ab einer gewissen Stärke bzw. ab einem gewissen Level sozusagen brauchen die einfach einen gewissen Rang des Schmiedes und nicht alle Schmiede haben den gleichen Rang. Und Hattori ist halt ein Meisterschmied und nur sein der einzige Meisterschmied. Das heißt, der wird auch die allerhöchsten Schwerter für uns schmieden können. Freue ich mich schon drauf. Was ist denn hier los? Walter. I will kill you. Get up and fight. Oh, den haben sie gut umgehauen. Damit haben wir den Schlüssel. Hätten wir mal ihn erst besucht, denn jetzt müssen wir wieder zurückrennen. Krummel, krummel. Na gut, was macht man nicht alles für einen Schatz? Jetzt wird mal. Wieso soll ich durch das Haus des Reuterhändlers gehen? Nö. Halt. Wo wir gerade schon mal hier sind, da sind Hexenjäger. Ich gehe gleich mal hin. Ich wollte jetzt eigentlich nur kurz die Hemden und so mal endlich rausschmeißen, damit ich die nicht aus Versehen verkaufe. Auch wenn ich eigentlich glaube, dass wir die nicht mehr brauchen. Aber sicher ist sicher. Weil eigentlich sollten wir uns keine weitere Rüstung mehr schmieden müssen.
Denn ich werde die Katzenrüstung nur noch aufwerten und was anderes werde ich nicht mehr anziehen. So. Hier sind wir wieder. Wir wissen, wo die Tür ist, beziehungsweise der Schrank. Geralt will die Treppe nicht hochlaufen. Ich hatte irgendwie ursprünglich im Kopf gehabt, dass man an der Dingens an der Fackel hier drehen muss. Deshalb habe ich eben ein bisschen versucht, die an und aus. Und mich gewundert, dass ich die nicht drehen kann. So. Dann gehen wir zum Rosemary and Thyme, beziehungsweise zum Chamäleon. Ist ja glücklicherweise nicht so weit. Und danach kümmern wir uns mal um Hattori und sein Problemchen. Denn wenn wir uns zurückerinnern, Hattori will ja als Schmied arbeiten, aber ihm fehlt es an Materialien. Okay, die wollen scheinbar nichts hier, die sind einfach nur zum Feiern hier. Gut, dann... So, den Rest können wir verkaufen später. Nein. Hast du noch irgendwas zu erzählen, Rittersporn? Got a minute? For you, my friend, always. Got a portrait of Hierarch Hemelfort I'm willing to part with. Want it? Yes! Those halfling painters. This one of theirs? Wonderful! I put this up at the Rosemary and Thyme. It'll make those temple guard inspections so much easier. Oh, dann haben wir ja auch noch was Sinnvolles mit dem Bild gemacht. Da hinten haben wir übrigens ein sehr schönes Bild von Rittersporn. Ich glaube, es ist auch das Bild, was auf der Gwen-Karte von ihm drauf ist, zumindest in diesem Spiel. She says hello. Molly? Which Molly? One you promised to show your butterfly collection to. Ah, yes. Now I remember. Butterfly collection? You of all people could stand to be a little more inventive. Molly didn't need inventive. She needed attentive. Average run-of-the-mill girl. But give her a smile. Notice her shoes, let her chat about them a bit, and she'd turn into a wellspring of passion. Na, woher, wenn du es sagst, was ich interessant finde, dass sie die Schmetterlingssammlung mit der Briefmarkensammlung übersetzt haben, das macht keinen Sinn. How do you and Priscilla meet? Huh. It was at the court of Duke Harewood, the annual balladry contest. We faced off in the final. Who won? I don't remember. I bet. Probably lost and you don't want to admit it. Actually, she'd caught my eye, so I let her win. I was counting on getting a prize after the contest. And did you? That, my friend, is not your concern. Wo er recht hat. Gotta tell me, how do you wind up owning this establishment? You'll never believe this. I inherited it from none other than Alonzo Wiley, Whore Son Senior himself. You're right, I don't believe it. Alonzo ruled the local underworld with an iron fist, but deep down, he was a romantic, pure as they come. This place is one of the reasons his son's not my biggest fan. See, Cyprian Jr., that is, wanted to make this a brothel, but the Rosemary went to me. And I plan to turn it into the most elegant venue in town. A den of art and culture. Ja, soll man gar nicht glauben, dass Wileys Vater sich für Kunst und Poesie interessiert hat. Aber gut. Jedem das Seine, mir das meiste. Und wir gehen jetzt von Schwertern und Knödeln nach. Weil wir haben noch ein bisschen Zeit. Und dann können wir uns das endlich mal gönnen. Und dann können wir uns auch direkt das Katzenstahlschwert schmieden. Weil irgendwann will ich das halt auch mal haben. Und dann haben wir zumindest schon mal die komplette Ausrüstung der Katzenschule.
Die vermöbeln den Kerl jedes Mal aufs Neue. Das ist übrigens auch ein bisschen verbuggt. Wir haben die Quest schon längst abgeschlossen, aber wir können theoretisch unendlich von diesem Schlüssel bekommen. So, Hattori wartet da hinten. Wir müssen nach Einbruch der, müssen auf Einbruch der Dunkelheit warten. Das heißt, wir werden jetzt gleich nochmal schnell meditieren. Steht zwar, meine ich, trotzdem da vorne. Nee, tut er nicht. Diesmal nicht. Okay. Irgendwie hatte ich letztens das Gefühl, dass er da trotzdem steht, aber gut. So. Auch wenn wir dir jetzt schon zweimal Nein sagen mussten, jetzt haben wir Zeit für dich, Hattori. I'm here. Excellent. Shall we? Yep. Lead the way. Splendid. Come. Wir müssen ihm ja jetzt bei seinem seinen Verhandlungen schließen. Helfen. Sie abzuschließen. The King of Beckett, einfach so ein bisschen. His name is Timboy. What do you know about him? Not much. He's easy to hire, so tread carefully. We need him far more than he needs us. Ja, wir müssen ihm helfen, so ein bisschen nachzuverhandeln und ihm ein bisschen den Rücken stärken. Und dafür werden wir mit dem besten Schwertschmied, den diese Welt zu bieten hat, belohnt. Mahlzeit, Blechmann. You were to come alone, Elf. Wie auch immer. Who's this? A concerned friend. Fine. Here's how we see things. The boss at Loggerheads with Cleaver, there's got to be a payoff. We've got an offer, and it's non-negotiable. Surprise us. A steady supply of iron in exchange for 50% of your profits. Give you 25. Who are you to dictate anything to the King of Beggars? 35's as low as we'll go. 30. 25's our limit. We'll throw in a discount at the shop. You're clearly daft, tramp. No deal. Come on, boys. Fine. No deal. Geralt, what are you... Wait. All right. Certainly know how to negotiate, concerned friend. 25 it is, and the discount. Agreed. Man muss nur wissen, wie man verhandeln muss. Pleasure doing business with you. Oh, tin boy. Too much drink. It softened your bloody mind. This here's Cleaver's territory, you prick whittler. Damn und am Ende gibt es doch nicht mal die Nase. Cleaver's boys! Wer hätte das gedacht? Zwerge, die mit Cleaver arbeiten. Die tun weh. Diese Zwerge. Eigentlich mag ich Zwerge, aber... Diese Kämpfen ist schon ein bisschen nervig. Meine Güte. Muss man hier jetzt alle alleine killen? Au. Oh. Leg it! This way! Geralt, quickly! Entkomme dem Überfall, die Typen sind alle tot. Wer soll uns denn hier jetzt mal überfallen? Aber wir trinken trotzdem mal schnell eine Schwalbe. Oh boy! Careful! There could be more in there! Follow me. Komm. Put, put, put. Dory. What now? Wind's howling. Gehen wir halt einfach. Right. Sure hope there's a payoff at the end of this. So, supplies. That's something we can count on? Who'd you take me for? Gave you me word, didn't I? But I'd hire guards if I was you. You never know with Cleaver. Yep. Can you provide protection?
A few of Cleaver's little shits escaped. Bugger probably already knows everything. I've no men to spare, can't guarantee your safety. Shut up. If I was you, I'd lay low for a time. Thanks, Tin Boy. Down the line, the bosses will make a deal. You'll be left alone. All you gotta do is stay alive till then. What now? Here we chat, while your partner's just flown the coop. Damn it. Hey, wait. Good luck. Ja, Hattori. Hattori, wait. Jetzt müssen wir dem auch noch hinterher. Mann, Mann, Mann. Aber gut, bis zu seinem Knödelladen ist es auch glücklicherweise nicht weit. Einmal außen rum. Und dann sind wir auch schon da. Hattori, you in there? Open up. No chance. Leave me be. Don't be silly. Let me in. No, never. I shall stay in here until Middenvern. Das könnte dauern. Forgive me, Geralt. That was a mistake. To parley with bandits, make deals. Too late now. King of Beggars will get you supplies, and then what? You'll have to pay him. What have I done? Geralt, you must help me! No, I won't. I'm a witcher, not a bodyguard. Precisely! You must find me a bodyguard! Geralt, I beg you! They'll kill me! Got anyone specific in mind? There's a mercenary, Sucrus, often drinks at the Sturgeon. He's an old pirate, a Skelliger. He used to work for me. Huge as an oak, wouldn't fear a dozen cleavers. Can't you talk to him yourself? We parted not on the best of terms. That is to say, he demanded a bonus and I... Didn't pay him. Great. What now? Am I supposed to pay your dues? I'm certain you'll find some way to agree. Geralt, please don't leave me this way. Was tut man nicht alles, um einen guten Schwertschmied in seine Dienste nehmen zu können? Ah, dann also noch auf zum Stör. Aber waren wir doch schon am Hafen. Man kann sich sowas nicht vorher überlegen. Yes, I should interject. Das war nicht nett. What the fuck are you doing? We weren't done conversing. Call that a conversation? Not your plowing business. You need a smack, is that it? Da müssen wir uns jetzt noch mit Sucrus mal ein bisschen prügeln. Na komm. Ja, Skelliger sind hart im Nehmen. Come on. Aber ich mag die Skelliger, die sind zumindest ehrlich, muss man ihnen lassen. Wenn sie dir einen aufs Maul hauen, dann hast du es für gewöhnlich auch verdient. Sorry, but you asked for it. I'm Geralt. Sucrus, you did well, mate. An ale to patch things. Komm, we'll talk inside. Ach ja. Erst auf die Fresse geben und danach eins aufgehen. Das ist doch ein Leben. What brings you here, Geralt? You and the merchant. What was that about? Why Miss Sis wedded that plow and rotter is beyond me. That was your brother-in-law? Prick-in-law, more like. Sweet talk me at first. Skellige mead, we need barrels, we'll be rich men. So, I brought it in. Then he starts going on about unforeseen storage costs, net gross balances, and I don't know what else. Business and family just don't mix. Exactly, mate.
Aber wir hätten da was. Looking for a bodyguard. Interested? Why not? If there's coin in it. Well, there isn't. Not yet. So we're to barter. Favor for a favor, huh? I'm gonna kill you, Hattori. Yeah, I guess. What did you have in mind? My brother-in-law owes me some coin. Get it back and we'll talk. Na komm. Damn it. I'll do it. Where'll I find him? Nearby at the docks. You know what? I don't care for his coin all in all. If you don't get it back, I won't mind. So what do you want me to do? Smash his stock of mead. It was me brought it in from Aunt Skellig. That a mature mead thing to do? Nay, but it's fair. Das ist doch nicht schön. Hallo, Geralt. Den machen wir nicht kaputt. Got a sharp pain in my spine. Muss doch nicht sein, der gute Mead. Trinken lieber selber. Hast du noch was von? So, da draußen ist irgendwie gerade ein bisschen Party. Hier ist kein Ausgang. Gucken wir mal, was da draußen, warum da draußen ein Gegner angezeigt wird. Ist wahrscheinlich wieder ein Bandit unterwegs oder so. Ja. Genau du. So, zwei Schläge. Und dann wieder tschüss. Eigentlich wollte ich die Folge noch zu ziehen. Aber gut, das machen wir jetzt trotzdem zu Ende. Dann können wir uns hoffentlich ein neues Schwert organisieren. So. Greetings. I'm Mr. Sucrus's collector. Come to get. Mr. Sucrus, the man's a boor. I do not deal with illiterate peasants. Tell him I'll pay just as soon as palm trees sprout on Skellige. What is eigentlich got a problem with Sucrus? I thought mead. I shall import mead. Daft idea for a business. The import duties. My bollocks shrivel at the thought. I paid the bastard what we agreed, less half the duties. And palm trees will sooner sprout in Skellige. Yeah, I know. Palm trees have sprouted on Skellige. Now pay up. It can't be. Of course I shall pay Sucrus. A letter of credit acceptable? Redeemable at the Vivaldi's bank? Yes. I'm on my way. Ja, besser das als der Mähzerstörer. Das hätte ich nicht übers Herz gebracht. Dafür trinke ich den selber viel zu gerne. So, dann sagen wir jetzt Sucrus noch Bescheid. Die drei Spaten da unten lassen wir einfach in Ruhe. Und dann müssen wir ihm nur noch irgendwie verklickern, dass er für Hattori arbeiten muss. Weg nach unten, denn der sitzt auch da. Greetings. Hi, hi, Geralt. How you doing? Ziemlich gut. Took care of it. Trader said he'd give you a letter of credit issued by the Vivaldi's bank. Is that so? Well done, mate. So who am I to knock off? Just want you to keep an eye on someone. This swordsmith. Seems you know each other. I be your Hattori, the elf. Tried swindling me on axes once, the bastard. You working for him? You could say that. We're trying to dismantle the swordsmithing monopoly in Novigrad. Oh, noble cause. Well, you're vouching for him. Don't see why not. I'll grab some of the boys and we can go. Noch nicht nachtragen, das ist doch schön. So. Wir haben Sucrus Bescheid gesagt. Und können jetzt zu Hattori zurückkehren. Hey, Whitey. Why'd your hair go white? Das sollte dann, glaube ich, sogar das Ende sein. Dann können wir uns mal gucken, ob er uns schon die Schwerter schmieden kann oder ob uns da Materialien verfehlen. Und dann machen wir für heute Schluss. Aber die 100 Meter laufen wir jetzt noch. Zwischendurch würde ich ja schon mal nicht echt versucht, so einen Werwolf-Muttergehen mir zu organisieren. Damit würden wir nämlich nicht auf Ausdauer fürs Rennen angewiesen sein. Zumindest außerhalb eines Kampfes. Aber außerhalb von Novigrad
die Plätze, also alles gut. Ja. Sucrus hat also schon seine Leute. Greetings, Satori. See, Sucrus already found you. You two agree to something? Yes, Geralt. I was forced to sell him a few axes at the wholesale price, but I was glad to do it. Thank you. Very schön. Finally accepting orders for swords again? Sadly, no. I lack certain crafting supplies. Let me guess. Ernst van Horn's got a monopoly on them as well. Just so. He bought them cheap from swordmakers abandoning the trade. Now he hoards them like a squirrel. But if you... No, you'd never agree. Agree to what? I happen to know where Van Horn keeps his hoard. It's more than he could possibly ever use. We could borrow a little. What are you getting me into? Borrow? Don't you mean steal? Stealing from a thief's no crime. It isn't? So what is it? Poetic justice? How did I get sucked into this? And why? It's simple. The best swords you've ever seen. Armor, trebuchet, catapults. All right. Assuming I agree. How do you see this? Van Horn has his warehouse at the docks. The materials I need are very heavy. You must ask Sucrus to take his boys. One more thing. The crates I need will smell of ammonia. Ja, das machen wir dann aber doch erst nächste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns morgen wieder, wenn wir die Materialien für Hattori organisieren. Bis dahin, ciao Freunde.